Schmiede von Eisen gehört zu den ältesten Handwerken der Menschheit. Die Verarbeitung von Eisen ist seit jeher verbunden mit Fortschritt und Wohlstand. Hat doch jedes bessere Adelshaus eine eigene Schmiede gehabt. Zu den wichtigsten Erzeugnissen haben vor allem Waffen und Werkzeuge gehört. Im Mittelalter hat sich der Beruf des Kunstschmieds herauskristallisiert, indem verschiedenste Gebrauchsartikel wie Türbschläge, Kerzenleuchter, Chorgitter und Geländer hergestellt worden sind. Am Ende des 18. Jahrhunderts, in der Rokoko-Zeit, hat der Kunstschmied seine Blütezeit erlebt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts ist der Stahlkunstguss aufgekommen und hat den Beruf des Kunstschmieds fast total ausgelöscht. Das Interesse am alten Handwerk ist im 20. Jahrhundert wieder gestiegen und hat den Beruf von Neuem aufleben lassen. Das Feuer in der Esse, der Amboss und der Schmiedehammer sind die wichtigsten Werkzeuge für das Schmieden von Eisen. Das Feuer gibt den Arbeitstakt an. Darum ist es wichtig, dass man mal gut schaut. Dass man rationell arbeiten kann, sind immer mehrere Werkstücke am Heizen. Eins davon sollte immer gerade richtig warm sein, dass man möglichst nie vor dem Feuer warten muss. Eine bittere Sache ist, wenn die Flamme sternelt. Dann hat man zu fest eingeheizt und das Werkstück ist verbrennt. Eine alte Arbeitstechnik ist das Lochen von Eisen. Mit einem kleinen Bohrer wird die genaue Position der Lochung bestimmt. Dann wird im glühigen Zustand mit dem Spaltmeißel gespalten. Damit der Spaltmeißel seine Härte nicht verliert, muss er regelmäßig im Wasser abgekühlt werden. Mit dem Rundtorn tut man vorlochen, damit der Rechtecktorn genau positioniert werden kann. Wichtig ist auch das regelmäßige Richten nach jedem Arbeitsgang, bevor das Werkstück wieder zurück ins Feuer geleitet wird. Mit dem Ripper wird eine feine Verzierung ins Schild gemeißelt. Die Werkzeuge werden alle selber aus Werkzeugstahl hergestellt und gibt es in den verschiedensten Formen und Grössen. Damit das Schild auch eine schöne Bombierung hat, wird es mit einem Kugelhammer in eine Vertiefung im Holzstock getrieben. Beim Zusammenbau kommt es aus, ob die Abwicklungen der Schnörkel, die man vom Entwurf übernommen hat, auch stimmen. Es ist wichtig, dass man bei diesem Arbeitsschritt das Objekt als Ganzes betrachtet. So kann es gut sein, dass einige Schnörkel nochmal nachgerichtet werden müssen, damit sie ins Gesamtbild passen.
Dass die verschiedenen Schnörkel auch zusammenheben, wird ein Bundeisen drum gebogen. Früher hat es die verschiedensten Profilierungen gegeben. Heute muss der Kunstschmied alle Profile selber im Gesenk schmieden. Damit das Grabkreuz auch den Witterungsstand hat, wird es nach der Fertigstellung sandgestrahlt, spritzverzinkt und patiniert. Zur Veredelung werden einzelne Verzierungen blattvergoldet. Weil das Blattgold hauchdünn ist, kommt es darauf an, wie der Untergrund beschaffen ist. Je nach Wahl der Grundierfarbe hat das Gold einen grünen, gelben oder rötlichen Glanz. Bevor das Blattgold aufgelegt werden kann, wird die Mixion aufgetragen. Das ist wie ein Leim auf Leinölbasis. Dabei ist auf eine gleichmäßige Schichtdicke speziell zu achten, sonst kann es passieren, dass Gold in der Mixion versauft und alles matt wird. Ich bin dankbar, einen interessanten und vielseitigen Beruf dürfen auszuführen und ich hoffe, dass man auch in Zukunft junge Berufsleute für unser Metier begeistern kann.